Torno Business Personality, ein Podcast für Fach- und Führungskräfte und solche, die es werden wollen. Die kleine Weiterbildung für zwischendurch. Von und mit Ortrud Torno, Trainerin und Coach aus Fulda. Moderiert und betreut von Thomas Noll. Hallo Ortrud. Ja, hallo, grüß dich. Grüß dich. Thomas. Otto, wir haben heute vor, unseren ersten Podcast zu starten. Ja, richtig. Ich bin immer richtig gespannt, was daraus wird. Ich auch. Otto, wir haben gedacht, dass wir zuerst mal anfangen mit einer Kurzvorstellung von dir, was du als Trainerin machst. Mhm. Und das Motto dieses ersten Podcasts ist 25 Jahre Torno Business Personality. Ja. Darauf würde ich jetzt mal die Überschrift setzen. Ja. Und für alle, die ich noch nicht kenne, stell dich doch einfach mal kurz vor. Wer bist du, was machst du? Was mache ich? Ja, ich bin Ortrud Torno, lebe in Fulda, habe in Fulda mein Institut und ich werde immer gefragt, was machst du eigentlich? Und ich sage oft, mich ruft man, wenn Vorstände und Führungskräfte nicht mehr weiter wissen. Okay. Da bin ich schon auf dem Punkt drin und wenn ich so mal schaue, als Innovationsberaterin und auch Business Coach unterstütze und begleite ich Menschen und Organisationen in der sinnvollen, das ist mir wichtig, Weiterentwicklung und im persönlichen organisatorischen Wachstum. Und das finde ich heute so wichtig, weil gerade in dem Thema in der heutigen Zeit ist diese Digitalisierung und soziale Kompetenz und Digitalisierung, gehört zusammen. Bei diesem Wort Digitalisierung, da erlebe ich viele Menschen, die wie so ein Kaninchen vor einer Schlange sitzen und wissen nicht, was sie machen sollen. Okay. Und das beschäftigt mich auch schon sehr lange und ich gucke, wie kann ich Lösungen heute finden? Und das ist heute ein Hauptpunkt auch in meinen Seminaren, aber auch in meinen Coaching-Veranstaltungen ein Thema. Nur jetzt hast du vor 25 Jahren sehr wahrscheinlich noch gar nichts mit Digitalisierung zu tun gehabt. Du hast recht, stimmt, stimmt. Wie bist du eigentlich dann überhaupt zum Coaching gekommen? Wie bin ich zum Coaching gekommen? Also ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich bin ursprünglich Sparkassenmitarbeiterin gewesen. Okay. Und habe dann meinen Betriebswirt gemacht und habe dann so festgestellt, Kundenorientierung ist ein Wahnsinnsthema und hatte das Glück, einen Chef zu haben, der das auch wirklich mit Inhalt gefüllt hat, der das nicht nur kannte. Und ich fand das immer ganz spannend, sich weiterzuentwickeln und ich habe gemerkt, nach oben geht immer mehr. Und ich habe mich auch entwickelt, habe auch dann selber für mich beruflich in einem anderen Bereich was gemacht, auch privat, um zu schauen. Und Schlüsselerlebnis war, als wir seinerzeit ein Zeitmanagement und selbst ein Zeitmanagement in der Sparkasse hatten. Und da kam jemand, morgens zu spät, total unaufgeräumt, Unterlagen nicht gestimmt und ich saß drin und ich hatte mich ja schon weiterentwickelt und denke, was die kann, kann ich aber auch. Mhm. Das war so ein Schlüsselerlebnis. Also wo du gesagt hast, das kann ich als Trainerin selber vor einer Mannschaft, vor einem... Ja, ich war inspiriert und sagte, Mensch, das ist ja toll. Und vor allen Dingen sowas gibt es, der Berufsbild gibt es. Das habe ich damals gar nicht so gewusst. So, also, Coaching war also damals lang nicht so etabliert im Markt, wie man das vielleicht in der heutigen Zeit so sehen will. Also ich sag mal so, Coaching war noch gar nicht so etabliert. Es war eher das Training oder ein Seminar zu machen, ist ein Thema gewesen, sich Weiterentwicklung, selbst die Weiterentwicklung war ja noch gar nicht etabliert. Ja. Weil an sich persönlich zu arbeiten, hat ja das Wahnsinnsgedanken. Also war jetzt keine, wie soll ich sagen, keine wichtige Kenngröße, die in der Unternehmensführung so integriert war oder ein Ziel, was man sich gesetzt hat oder in einen... Manche wussten es und dass da eben noch mehr geht nach oben bei Menschen. Nur das richtig zu greifen, das hatte ich damals das Gefühl, es war noch nicht das Thema, was überall angekommen. Aber ich war fasziniert davon. Okay. Und ich war selber fasziniert, was man alles erreichen kann im Leben. Und dann habe ich Bücher gelesen, Dinge gemacht. Ich hab selbst damals schon an der Sparkasse angefangen, an der Sparkassenakademie erste Seminare zu geben und der Titel Sicher und souverän in der Arbeitswelt. Da hatte ich sogar an der Sparkassenakademie schon die ersten Resonanzen, die positiv waren. Das waren Assistenten von Geschäftsführern und alles Mögliche und aus der Praxis für die Praxis, so praktisch wie ich einfach bin, hands-on, kam das einfach gut an. Und ich merkte, das ist ein Bedarf, Menschen zu helfen, in sich reinzuhören, zu schauen, was habe ich noch für Kräfte, was habe ich noch für Möglichkeiten und wo habe ich Grenzen im Kopf, die ich aber nicht nur im Kopf habe. Ja. War ein spannendes Thema. Okay. Und hast du von Anfang an
gleich Coachings durchgeführt im Bereich des mittleren Managements, oder kann man das nicht so sagen? Waren das im Prinzip von dem normalen Mitarbeiter bis hin zu der Führungsetage? Nun, damals war die Zeit, unterbrochen habe, damals war die Zeit, wenn ich so denke, das war noch nicht offen für die Dinge mit Coachings. Ich muss sagen, weil du eben fragtest, was ich 25 Jahre, mit der Geburt meiner Tochter habe ich gekündigt, selbstständig gemacht, erste Seminare angeboten im offenen Bereich, sicher und souverän in der Arbeitswelt. Und die waren damals abends Kurse, 4 Stunden, immer ausgebucht. Okay. Und da merkte ich, wie die Resonanz ist. Habe später dann mit Lauterbach, mit dem Berufsfortbildungswerk, die sind auf mich Aufmerksamkeit geworden, die IHK. Und so kamen diese Seminare, Partnerschaften eingegangen, aber auch die Interessen. Durch meine Aktionen wurden die Menschen auf mich aufmerksam und sagten, Mensch, das brauchen wir auch für unsere Gegend. Ich war in Limburg, ich war überall. Und da habe ich dann natürlich im mittleren Management auch Kontakte dann bekommen, weil die Mitarbeiter, die dann bei mir waren, da gesprochen hatten, und so bin ich in Unternehmens Spitzen reingekommen. Okay. Und mittlerweile, nach 25 Jahren, ja, dann entwickelt sich das immer wieder mehr. Ne? So war ich im Klinikbereich zum Beispiel eine der ersten in Fulda, die überhaupt im mittleren Management mit Chefärzten und mit anderen Ärzten diese nicht fachlichen Themen, wie es heißt, platziert hat. Sondern da habe ich mir natürlich einen Namen gemacht, auch in dem Klinikmanagement. Das war also einer deiner Geschäftsbereiche, dass du Kliniken, Vorstände bzw. Fachabteilungen gecoacht hast, trainiert hast, neben aber auch anderen Trainings, beispielsweise Vertriebstrainings oder Verkaufstrainings. Ja, natürlich. Das ist ja auch hier in der Gegend, haben wir ja eine, Gott sei Dank leben wir in einer guten Infrastruktur, die auch viele stabile Unternehmen hatte. Und da sind einige in Lauterbach, die auch viele Mitarbeiter haben, wo wir komplett Führungsworkshop, Veranstaltungen, wir haben Change-Prozesse platziert. Wir haben vertriebsmäßig die Menschen sensibilisiert für Akquise, für Kundenorientiertheit, Beschwerdemanagement, Innendienst auch dementsprechend weiter qualifiziert. Das sind natürlich die klassische Palette. Und das ist etwas, da bin ich heute stolz drauf, dass ich nicht nur hergehe und habe 1-2 Themen, die ich platziere, sondern dieses komplexe Zusammenhänge. Und wenn es drauf ankommt, kann ich in allen Sparten heute ganz situativ und intensiv Know-how platzieren und auch neues Wissen, neue Erkenntnisse reinbringen. Was sind denn das für Sparten? Also Vertrieb hatten wir schon gesagt, Führungskräftetraining. Führung, Teamentwicklung ist ein Thema, Kommunikation, 80% ist Kommunikation, Beschwerdemanagement, Kundenorientierung. An Kunden sich orientieren in der heutigen Zeit ist ja auch nochmal eine Herausforderung. Alle sprechen zum Beispiel, ich will es mal reinbringen, Generationsmanagement, unterschiedliche Zielgruppen. Ja, wie werden die vorbereitet? Generation Y, Generation X, das hat jeder gesagt. Ja. Aber was heißt das denn konkret? Und das, finde ich, ist ein spannendes Thema. Und ich erlebe immer wieder, wie heute die Manager, ob das Einkäufer sind oder ob das Abteilungsleiter sind, die sind heute 28, 30 Jahre alt. So, und jetzt kommt ein 58-Jähriger oder ein 60-Jähriger da rein. Es wird oft unterschätzt, weil viele ruhen sich auf dem Wissen, was sie irgendwann mal hatten, aus. Nur das fällt denen heute natürlich ganz schön in den Rücken hinein. Wenn du mal jetzt so auf 25 Jahre Coaching und Training zurückblickst, was hat sich in der Zeit deiner Meinung nach verändert? Eben hatten wir schon Digitalisierung, klar, das ist natürlich jetzt so die letzten 10, 15 Jahre hinzugekommen. Aber so generell, wo du meinetwegen sagen kannst, ja, das ist in der heutigen Zeit völlig anders als wie noch vor 15, 20 Jahren. Beispielsweise Vertriebstrainings oder sowas. Nun ja, wenn man oder mal andere so, Bereiche. Ja, allein wenn man mal so schaut, auch vor 25 Jahren, es gab eine Stabilität. Da gab es ein Ziel, das hat Gültigkeit gehabt für die nächsten 10 Jahre. So, Stabilität, Unsicherheit, auch Unerwartetes, Spontanes, Informationsflut, das sind Themen, die sich immer mehr aufgebaut haben im Laufe der Jahre. Ja. Und wenn man heute reinschaut in diese Digitalisierung und Komplexität, die das mit sich bringt, aber auch diese wir fordern schnellere Handlungskompetenzen. Ich muss ganzheitlich denken plötzlich. Ich muss gucken, von den vielen Infos, die kommen, was ist wirklich wesentlich und wichtig eigentlich für uns. Und wenn man heute dann auch schaut, was es heißt, Kommunikationskompetenz oder soziale Kompetenz, wie gehe ich heute mit Widerständen um? Konfliktfähigkeit, das ist heute nochmal eine andere Dimension als damals, weil sich damit reiben, Feedback, das also ist die, für viele nicht selbstverständlich. Die Komplexität, könnte man schon sagen, ist wirklich tatsächlich gestiegen
und auch eine gewisse Art der Überforderung. Kannst du das auch so bestätigen in deiner Arbeit oder? Ja, Überforderung auch dadurch, ich bin immer erreichbar, ich habe ein Ja, Smartphone, ich bin was abends damals ja nicht erreichbar. gab. Die Info, die jetzt hochkommt, die habe ich sofort auf dem Display drauf. Ich kriege in Twitter Informationen, ich gucke in Wikipedia, ich kann sofort alle Infos haben, die es will. Ich komme gar nicht zum Nachdenken und zum Stillstand. Man, wir wissen alle, wie wichtig es ist, sich auch mal rauszunehmen, um darüber nachzudenken, wie gehe ich da jetzt in Zukunft Also vor. raus aus dem operativen Geschäft Ja. hin in die Strategie wieder. Und heute geht es ja eher, wie sorge ich dafür und wie erlaube ich mir einfach mal so sagen, so um 18 Uhr mache ich das Handy aus, es ging nicht mehr dran. Und ich kenne immer noch viele, die sagen, ich muss immer erreichbar sein, welcher Druck da ist. Und dann kommt heute dazu, und das ist ja auch wieder eine neue Kompetenzen, diese BGM, betriebliches Gesundheitsmanagement. Das haben viele Betriebe zwar in ihrem Logo oder in ihrer Philosophie mit drin, aber was bedeutet das für jeden Einzelnen, für jede Führungskraft, das zum Beispiel auch zu leben? Wenn ich selber jemand bin, der allzeit erreichbar ist. Also du merkst, das sind viele, viele, viele neue Dinge, die da auf uns zukommen. Was gilt, wie bereite ich vor allen Dingen meine Mannschaft drauf vor Ist und mich selbst? deine Arbeit deswegen auch komplexer geworden, oder würdest du sagen, an sich hat sich jetzt von der Art und Weise, wie du Trainings durchführst, nicht viel geändert, nur die Themen sind vielleicht andere oder die Probleme sind andere wie noch vor 10, 15, 20 Jahren? Wenn ich das machen würde, gäbe es mich heute nicht mehr. Okay. Weil Stillstand ist Rückstand. Und mit der Zeit gehen ist ein wichtiger Punkt, Ja. den es gilt auch zu tun. Und die Lernen heute ist ein anderes Thema. Die Menschen heute haben einen anderen Anspruch, andere, die setzen sich keine 3 Tage mehr ins Training. Ja. Ich weiß noch, als ich angefangen habe und habe mit Mercury international zusammengearbeitet, da wurden 5 Tage Trainings angeboten. Wow. Kann sich heute gar keiner mehr leisten und es wird auch kein Mensch sich 5 Tage reinsetzen. Ja. Unbedingt. Aber heute gilt es eher, wie mache ich Impulsgeschichten, wie gehe ich damit rein? Weil vieles Wissen, lesen können die in allen Medien, die es gibt. Aber das Erarbeiten, das Handeln, sich selber erleben, sich zu spüren, das ist nochmal schön im Präsenztraining. Und aber auch vieles ist im Dialog heute auch online und auch durch andere Medien möglich. Würdest du also sagen, dass du meinetwegen deinen Kunden eher eine Art Orientierung gibst, weil sie meinetwegen sich sowieso an sich schon mit ihren Themen über Internet, Wikipedia, Google, wie du gerade gesagt hast, Social Media, sowieso gut informieren. Aber sie haben vielleicht noch keine Orientierung, wo sie mal wegen hinwollen und brauchen einen Coach oder einen Trainer, der sie dabei begleitet. Würdest du dich da eher so als Orientierungshilfe sehen oder? Oftmals ist es wichtig, einen Impuls von außen, von einer Ja. neutralen Person zu bekommen. Ich meine, die wissen, Unternehmer wissen schon, was sie wollen. Ja. Das ist ganz klar und die haben dann auch ihre Mitarbeiter oder ihre, wenn sie gut gewesen sind, professionelle Mitarbeiter, die Ja. sie auch auf Augenhöhe beraten und mit begleiten. Was oft wichtig ist, ist dieses theoretische Wissen. Was heißt das jetzt in der Praxis und in der praktischen Umsetzung? Ja. Alle reden heute zum Beispiel Change-Prozesse, Veränderung. Ja. Die einzige Konstante ist die Veränderung. Das wussten wir schon vor 20 Jahren. Nur vor 20 Jahren war Veränderungen langsamer, konnte man Ja. sich darauf einstellen. Ja. Heute erfordert das von jetzt auf gleich. Und da merke ich zum Beispiel, wenn eine Firma ihre Mitarbeiter nicht gefordert hat, nicht entwickelt hat, den Sprung jetzt von 0 auf 100 hinzukriegen, das schaffen die wenigsten. Und das ist zum Beispiel wichtig, wo ich sage, diese Handlungskompetenzen, was heißt das für mich jetzt in der Kommunikation, in welcher Richtung auch immer? Was heißt das in meinem Verhalten zum Kunden? Wie stelle ich den Kunden in den Mittelpunkt? Ja. Weil alles andere kriegt der Kunde auch woanders, aber den Menschen hat er dann nicht. Ja. Würdest du sagen, dass Coaching und Trainings wichtiger sind denn je als wie noch vor vielen Jahren? Ich sag mal so, auch im Hinblick durch Social Media, durch die Digitalisierung, bleiben diese sozialen Kompetenzen oft auf der Strecke. Und ich Also erlebe quasi die sogenannten Offline, so die Offline, ja, face to face. face to Ja, face, ich genau, habe ja. letztens einen Vortrag gehabt, da habe ich auch gesagt, es ist leicht mal im Facebook bestätigen, ich will mit dir in Kontakt oder Ich auch like ich dich oder lösche, ich ich like like dich dich, oder like dich ich nicht, entlike ich dich. entlike dich wieder. Ja, aber jetzt in Konfliktmanagement in der täglichen Praxis, sich mit Wünschen, mit Kunden, ob per Mail oder auch am Telefon oder auch sogar im persönlichen Kontakt auseinanderzusetzen, das bedarf nochmal eine andere Kompetenz. Und was ganz wichtig ist, ist oft bei allem Scrum und Networking und flachen Hierarchien, ist die Kommunikation, die Führungskommunikation, eines der wichtigsten Kommunikationstechniken und Okay. Fähigkeiten, die es gilt zu tun. Und die kann eigentlich nur face-to-face funktionieren und nicht über
WhatsApp und was weiß ich alles. Man kann sich auch über WhatsApp Tipps geben, aber sich selber erleben, wie komme ich eigentlich rüber bei meinem Gegenüber, wenn ich eine Besprechung, ein Kurzmeeting mache, selbst wenn ich es mache, auch über Skype oder andere Themen. Da, auch selbst da gibt es ja Trainings, und die wir auch begleiten, welches Wort hat welche Gewichtung. Ja. Argumentationsaufbau und wie baue ich eine motivierende Besprechung überhaupt auf? Mhm. Lasse ich andere zu Wort kommen? Das sind Themen, das ist einfach noch eine Charakterbildung, Persönlichkeitsentwicklung, um die es einfach geht. Mhm. Okay. Vielleicht letzte Frage für diese Serie oder für den heutigen Podcast. Wo siehst du jetzt die Herausforderungen in nächster Zeit, was Coaching und Training angeht? Coaching und Training angeht, das heißt, es ist erstmal wichtig, was braucht der Kunde, was hat er denn für eine, was passt zu ihm an Trainings und welches Setting an Weiterbildung passt überhaupt. Und es muss heute nicht mehr Training sein. Mhm. Manchmal, wenn ich in Firmen bin, ist es auch gut, mal so machen, wir machen Shop-Sharing, wir machen Shop-Rotation, man kann ein Mentoring-Programm auflegen. Es gibt viele Möglichkeiten, da braucht man nicht unbedingt immer uns Trainer dazu, aber das Ganze zu setzen, ist es immer gut, sich auszutauschen. Okay. Und das ist heute der Zeitgeist, erfordert auch gerade von uns Trainern, dass wir anders denken. Mhm. Und ich erlebe immer wieder, dass viele noch sich in konzeptionellem Arbeiten, in Trainings reinmachen. Dabei merke ich, wenn ich mit Gruppen arbeite, die wollen kein vorgefertigtes Programm haben. Also lieber spontan aus der... Spontan aus dem Bauch, Best Practice, wie gehe ich damit um? Und das erfordert von uns Trainern natürlich einen riesen Handwerkskasten, wenn wir den haben, wo wir sagen können, da gibt es das, das, das. Und das Wichtige ist immer wieder die Person, wie kommst du am besten rüber? Welches Echo löst du denn eigentlich aus? Ja, diese Reflexion. Und das ist immer spannend, wenn wir dann daran schauen. Okay. Gut, Ortrud, erstmal vielen Dank bis hierhin. Ich glaube, dieses Thema wird uns noch eine ganze Zeit lang beschäftigen. Ja, wunderbar. Dankeschön. Alle Informationen zu Ortrud Hornow gibt es auf der Webseite www.tornow.de. Hier sind auch alle Workshops und Vorträge von Ortrud Hornow veröffentlicht.